So, Fender raus bitte. Klare Kommandos an die Crew. Und jetzt gucken wir hier. So, und jetzt auch bitte an mit der Crew reden. Und alle reden auch laut. Ne? Denn man kann nicht alles von hier oben vom Steuerstand sehen. Ne? Deswegen, ganz wichtig, die müssen scharf sein. Und den Rest machen wir jetzt mit Bug- und Heckstrahlruder. So, ungefähre Richtung. So, da sehen wir schon, das ist eine ziemlich enge Angelegenheit hier, ne? Aber wir passen da rein. Und das Gute ist auch, wir geben wirklich immer so einen kleinen Stoß, ne? Und gehen dann wieder in den Leerlauf. So, meine Leute gucken hier, jeder auf einer Seite. Ne? Wir fahren hier ganz gemütlich rein. Ganz, ganz, ganz gemütlich. Ne? Hier drüben sehe ich gerade, das könnte eng werden. Wird aber sicherlich mir gleich der Lukas sagen. Und dann gehe ich hier einfach mit dem Heckstrahlruder ein bisschen rüber. Kann auch die Nase rübernehmen. Na, und ich bin immer noch im Leerlauf. Das Schiff fährt von allein. Das ist ein Riesenschiff, ziemlich schwer. Und ich gebe mir wieder einen ganz kleinen Stoß rückwärts. Zack, wieder in den Leerlauf. Keine Panik. Was sollte passen? Ja, sollte passen, reicht mir nicht ganz. Wie ist es auf der Seite? Alles gut? Okay. Na, und so fährt das Schiff hier quasi rüber. Ein paar Stöße, bisschen korrigieren. Können uns das Ganze hier auch mal angucken. Na? Super. Aber das erkennen wir ja auch ziemlich gut aus der Drohnenperspektive. Lukas, wie ist der Platz? Super. Ne? Und es fährt immer noch rückwärts. Hier, immer noch im Leerlauf. Immer noch im Leerlauf. Und wir sehen auch vorne, das fährt wunderschön geradeaus, das Schiff. Wir haben natürlich auch Glück, im Augenblick gar kein Wind. So, hinten haben wir auch die Fender draußen übrigens. Ganz, ganz wichtig. So, und dann haben wir natürlich die Crew dann irgendwann hier mit einer Leine bewaffnet. Lukas geht schon mal zu seiner Leine. Bisschen weiter rüber. Ja. So, ein bisschen kleine Korrektur. So, hinten nochmal, glaube ich, ein bisschen rüber. So, Lukas würde jetzt hier eine Klampe, Fenderhöhe auch immer kontrollieren. So, ich nehme mal wieder beide Hände ans Lenkrad. Anne sagt, wie viel Platz noch ist. Naja, hier, immer noch Leerlauf. Schiff fährt immer noch. Wir sind abgefendert. Die Fenderhöhe ist gut, oder? Ja. Ja. So, und jetzt stoppen wir ab. Zack. Jetzt würde Lukas vorne sozusagen eine Leine legen. Wir gucken uns das Ganze an. So. Und hier, super, abgefendert, Fender sind dran, hier ist Platz, hier würden wir jetzt eine Leine legen, die liegt natürlich normalerweise schon bereit, Lukas ist schon richtig heiß auf seine Leine, nein, wir bleiben ruhig, alles gut, na? Und schon sind wir in der Box. Und da oben ist unsere Drohne und hat uns gerade gefilmt. Ja, so ist das.